So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei einer Folge von Pokémon Feuergrün. Jawohlchen, wir sind vor der Pokémon-Liga, das ist nicht toll, aber wir können nicht weiter, denn wir haben noch keinen Ort. Das ist halt typisch für Personen. Und ich habe meine Pokémon mal ein wenig, ja, getuned. Also, Tauroga kann jetzt Tackle fliegen, nein. Tackle fliegen, Windhose und Ruckzucki. Ich habe Bisasam zu wieder Knosp entwickelt und es kann Skiffpuder, Bodycheck, Egesam, Rasierblatt. Ich glaube, das kann auch dieselben Attacken. Das glaube ich auch noch. Na, halt, kann halt Schutzschild. Und ja. Ich habe auch mal Zwirrlicht ein wenig trainiert. Es kann eigentlich richtig coole Attacken. Also Verfolgung, Nachtnebel und Schattenstoß. Das war's. Ja, 21, 24, 26, 28. 28, Mann, ey, ich habe echt übertrieben. Und ja. Wir gehen jetzt mal halt in der Richtung der Route, in der wir noch nicht waren. So macht man das doch normalerweise. Ja. Ich wusste eigentlich gar nicht, dass Tauroga Windhose erlernen kann. Oder ist es bloß hier halt in diesem Spiel so? Ah, Tauroga. Ah. Es ist fast genauso stark wie meins. Das ist krank. Das ist. Wir sind jetzt hier im Frostbeulenpfad. Wieso heißt er denn so? Golbert. Anscheinend kann ich nicht mal fliehen. Jetzt. Es ist wirklich so schwer zu fliehen. Yep. Das ist doch zum Kotzen. Mit zum Kotzen meine ich wirklich zum Kotzen. Dafür kriegst du diesen Aurora-Strahl ab. Dich killt. Hahaha. Auf jeden Fall, ja. Spielen wir jetzt eine weitere Folge. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Ich weiß schon fast kaum mehr, worum es im Spiel geht. Oder gucke das Spiel an und entdecke. Yep. Das Spiel hat keinen Sinn. Ja, natürlich hat das Spiel einen Sinn. Nur ich komme nicht dahinter. Hier geht's. Verwirrend. Was? Wieso steht hier ein Busch? Hey, hast du ein Problem mit meinem Aussehen? Ist dir ein Felsen lieber oder was? Ey, was wird's ein Busch? Ich habe keinen Zerstrümmerer, bloß Zerschneider. Tja, ist mir doch egal. Du hast dich eben noch über den Busch beschwert. Jetzt bin ich jetzt Stall und du kannst immer noch nicht. Du hast immer noch was auszusetzen. Wie geil, ein redender Busch. Das ist das, was dem Spiel noch gefehlt hat. Jetzt erfahren wir auch, wieso das Spiel, warum die Höhle Frostbeulenhöhle heißt. Weil wir in der Frostbeulensiedlung sind. Warum? Ist das nicht Schwester Joy? Muss ich wirklich wieder zurück ins Pokémon Center? Ist so kalt dort drin. Ist mir doch egal, mein Pokémon benötigt einen Aufenthalt auf deinem Heilgerät. Wo ist Bewegung? Och, mein. Ist ja gar nicht mal Michael, es ist ja.
Halt wieder ich. Kaum zu glauben, aber bei diesen Säulen ist es wärmer als in meinem Haus. Tja. Hier im Haus ist niemand. Nein, ich will ja nicht wieder zurück in den Markt gehen. Es ist viel zu kalt, aber ich brauche doch Tränke und Pokémon. Dann bediene ich einfach selbst und leg das Geld auf den Tresen. Okay. Hey, ich bin die Arenaleiterin. Im Moment kann ich leider dagegen nicht... Wie bitte? Du bist Arenaleiter, aber du bist doch ein Kind. Man darf doch erst mit 10 alleine um die Welt reisen. Bis dahin muss ich hier in der Siedlung bleiben und die Arenaleiterin spielen. Okay, lass mal kämpfen. Sag doch, das ist im Moment nichts geht. Das ist viel zu kalt. Wir sind auf dem Gipfel des Berges. Was erwartest du? Ist die Sonne hier um sie herum? Es ist richtig warm. Sogar die tropischen Pflanzen wachsen hier. Leider hat die wärmende Wirkung aber nachgelassen. Früher war die ganze Siedlung richtig angenehm warm. Jetzt nur noch um die Säulen herum. Geh doch bitte in die Höhlen und suche nach dem Grund. Wenn du die Wärmefunktion wiederhergestellt hast, können wir gern kämpfen. Hier, das wird dir helfen. Ja, das wird uns helfen. Glaube ich. Ich habe doch gar nicht gesagt, ob ich dir helfen möchte. Egal, das habe ich jetzt beschlossen. Du hilfst mir und Punkt. Dafür soll ich den Arena-Ohren bekommen. Das hättest du aber gerne, was? Ja. War ich hier schon drin? Oh, Nerd. Es ist kalt. Ich könnte in die warmen Säulen gehen. Aber dann spiele ich Leverter Pokémon. Boah, bist du ein Freak. Bist ja das schon wie Minimax? Hä, den verstehe ich nicht. Was sollte das jetzt? Verstehe ich nicht. Na gut, wir gucken uns noch hier um. Nee. Ja, gehen wir uns mal selbst bedienen. Oh, verdammt, ich kann jetzt klauen. Sag mal, an was erinnert dich diese Säule? An einen Felsen. Felsen nennt ich das also heute. Die Jugend hat halt immer so schöne Umschreibungen dafür. Wofür? Wer weiß schon, Zeremonienstab oder so. Ich weiß echt nicht, was ich meine. Oder natürlich nicht. Entschuldige meine Großmutter, sie scheint nie aus der Pubertät gekommen zu sein. Yep. Ja, aber... Gott ist der... Der hat ja... seine Würde... vor... ein paar... Jahrzehnten abgegeben. Futexo soll... das erlernen. Und verlernen dafür Kratzer. Denn Zertrümmerer ist viel besser als Kratzer. Würde ich sagen. Ist meine Meinung. Jetzt können wir diesen kleinen Felsen da gar ausmachen. So, jetzt bist du fällig. Ich habe den Zertrümmerer vor allem. Aber du hast du denn schon... zwei Ohren? Benötigst du, um den Attack außerhalb des Kampfes einzusetzen? Habe ich nicht, aber ich kann auch Zerschneider und Surfer ohne Ohren einsetzen. Boah, du verdammter Cheater! Los, hol dir die Arena-Ohren! Lass dich... ohne lass ich mich nicht zertrümmern. Das ist ein richtig fieser Felsen, ne? Ich habe eine Anforderung. Ein bisschen für Arena-Ohren sammeln. Das geht ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo die Arena-Ohren sind. Vor allem
Tja, nee, ich glaube nicht. Mega groß City ist für einen Arena-Orden zu groß. Wir gehen mal nach Seeplatz City und gucken uns da um. Hehe. Genau. Gibt es ja bestimmt auch eine Arena. Hallo? Hallo? Was ist... Was war denn das jetzt? Spielt sich kurz aufgehangen und dann ging es weiter. Also echt. Haha, die Arena ist an allem schuld. Und Ikea hat die Pyramiden gebaut. Ich hab's gesehen. Und Gott ist ein Kabado. Wir sind alle verdammt. Muhaha. Ey Junge, du hast echt Probleme. Oh Mann, was denn? Das wieder für einen Lärm da draußen. War schon wieder unser Professor? Entschuldigen, er war früher ein sehr intelligenter Mensch. Angeblich hat er eine Zeitreise gemacht und ist seitdem völlig irre. Wenn er hier so ohne Aufsicht herumläuft, kann das gefährlich werden. Such doch bitte nach ihm und bring ihn zurück. Danach können wir kämpfen, wenn du willst. Okay. Ich soll einen verrückten, durchgetretenen Professor suchen? Ist das überhaupt möglich? Ich meine, er ist durchgedreht. Durchgedrehte sind durchgedreht. Sieh nur, ein Gott-Pokémon. Es ist nicht Arceus, es ist ein Kabador. Nein, die Art, wie es sich bewegt, diese hilflose Auf und Ab. Es ist so grazil und göttlich. Kabador ist das Gott-Pokémon, definitiv. Ja, schon recht. Was war das? Nein, mein Kabador, dieses Ding hat es zermatscht. Wow, das ist nicht mein Gott-Pokémon. Mein armes Kabador, jetzt muss ich mir ein neues suchen. Nee, du kommst jetzt mit zur Arena-Leiterin. Nein, nicht zu ihr. Sie ist böse. Sie mag keine Kabadors, nur Garadosse. Muss ich dich dazu zwingen? Du kriegst mich nie. Willst du hier kommen? Das ist jetzt eine Sackgasse. Ich drehe die Zeit so, sodass die Meteoriten nicht hinunterfallen, sondern hochfliegen. Bitte was? Bei der Macht des Kabadors. Was zum? Ja, der ist wohl fürs erste Werk. Ich glaube, ich hole mir trotzdem den nächsten Ohren. Gibt es eine Möglichkeit, den anderen Ohren vorher zu holen? Jetzt bin ich total verwirrt. Ich gehe mal nach Port Croissant. Das hat mich irgendwie daran, dass ich gerade Hunger habe. Wieso bloß? Wieso habe ich jetzt ein leichtes Hungergefühl? Dann sind wir hier in der Arena-Orden, in der Arena drin, im Orden und holen uns den Orden, hoffentlich. Aber erst im nächsten Part. Ja. Es tutelt mir leid, aber es muss sein. Ich würde sagen, ja, wir sind beim nächsten Part wieder und tschüss und bis bald dann.